ziemlich spät ins Bett gestern. Oben wird schon wieder gesaugt. Wir haben 8:30. Ich stehe jetzt einfach auf. Meine Küche ist ein Chaos. Ich muss erstmal aufräumen, während der Kaffee durchläuft. Wetter schön, aber es soll die nächsten 3 Tage super windig werden. Bin ich mal gespannt. Und dann muss ich noch hier den Kram fertig machen zum Zurückschicken. Ray-Ban hat es noch nicht gemeldet, aber diesen komischen Kram hier. Den muss ich bei der Post vorbeibringen. Ey, diese Saugerei da oben, ne? Das schrubbt vielleicht. Und ich fange natürlich immer schön über meinem Schlafzimmer an. Knapp 4,5 Stunden Schlaf nur. Ey. Das war nix. So, jetzt haben wir kurz nach 10. Ich mache mich das mal fertig. Und dann fahre ich eventuell noch vor dem Pilotenmeeting zur Post und zu Costco. Und tanke und so weiter. Dann brauche ich das hinterher nicht machen. Ich komme auf gar keinen Fall pünktlich zum Pilotenmeeting. Das kann nicht wahr sein, dass ich den Kassenzettel, den ich gestern rausgesucht habe, aus diesen Hunderten von Kassenzetteln, dass ich den gestern beim Aufräumen zurück da reingetan habe. Und der war ganz unten drin. Das hat mich jetzt 20 Minuten gekostet, diesen Kassenzettel zu finden. Ey, hat mich das aufgeregt. So tanken schaffe ich auf gar keinen Fall. Aber jetzt wenigstens zur Post und kurz bei Costco die Hose zurückgeben und eventuell die andere kaufen. Aber es wird trotzdem super knapp. Dafür habe ich jetzt 25 Minuten Zeit. Mal sehen. Es kommt natürlich darauf an, wie viel bei der Post los ist und hier und da. Aber könnte hinhauen, wird aber super knapp. Es ist super warm. Und ja. Auf geht's. Ey, das nächste Mal drehe ich direkt wieder um. Da war eine Schlange vor dem Postoffice, ja. Voll in der Sonne. Ey, ich habe mich totgeschwitzt. Und dann hat das 35 Minuten gebraucht, bis ich endlich dran war. Und da waren die natürlich nach 5 Sekunden fertig in mir. Weil ich das nur abgeben musste, diesen Dingsbums, den Code da scannen. Und das war's. Ey. Und da war da nur eine Bedienung. Eine hat Abholung gemacht und die andere hat den ganzen Angang dran gemacht. Aber da holt ja kaum mal eine was ab. Ey, am Schluss waren die so schlau, dass sie die Schlange so drin gemacht haben, dass die wenigstens im klimatisierten Bereich alle standen. Aber da waren 30 Leute vor mir. Und als ich ging, waren da immer noch 30 Leute. Und dann stellen die da eine Tuse dahin. Und die haben ja alle Zeit hier. So, jetzt bin ich, 5:12 bin ich noch. Komme ich an. Das heißt, ich komme pünktlich zum Meeting, aber ich war natürlich nicht mehr bei Costco. Das kann ich jetzt auf dem Weg zurück machen. Ey, super nervig. Naja. Ja, und ich bin natürlich komplett durchgeschwitzt. Also, so um 11:30, ne, zum Postamt zu gehen, dümmste Idee ever. 11:05 bin ich da. Ich habe gerade mal Flugradar gecheckt. Ja. QE und QG sind noch an der Nordseite. Die brauchen mindestens noch 20 Minuten, bis sie wieder hier sind. Das heißt, ich hätte natürlich noch zu Costco gehen können. Gott. Wäre ich natürlich offiziell 20 Minuten zu spät gewesen, aber das Pilotmeeting geht sowieso jetzt eine halbe Stunde später los. Oh Mann. Jetzt hänge ich da eine halbe Stunde rum, die ich natürlich sinnvoller bei Costco hätte verbringen können. Nervig, Mann. So, da bin ich. Mit den Ladies hier. Alle super happy, mich zu sehen. So excited. Wie immer. So, jetzt haben wir schon 13:30. Wie vermutet, das Pilotmeeting wesentlich später angefangen. Und dementsprechend wesentlich später aufgehört. Aber ist okay. So, jetzt fahre ich zu Costco. Eventuell danach zum Meer. Ich habe nämlich meine Badehose drunter. Ich habe sogar, glaube ich, sogar meine Schnorchelsachen mit. Aber es ist super windig. Deswegen ist es natürlich wahrscheinlich nicht so geil. Aber jetzt war erstmal so Costco, tausche die Hose um. Hoffentlich kriege ich noch eine von den anderen Hosen. Aber die muss ich eh umtauschen. Der ist nämlich so voller Ölflecken und die kriege ich einfach nicht raus.
Und das sieht so aus, als hätte der Wesley und der Markus, die haben beide Urlaub beantragt über Weihnachten, Neujahr und die ersten ein, zwei Wochen im Januar. Und das wurde beides approved. Und hat der Noah, der Chief Pilot, noch einen richtig mega Aufstand gemacht. Aber im Endeffekt hat der Noah das, Quatsch, der Koji, das approved. Das war sein Fehler. Und die dürfen beide jetzt ihren Urlaub machen. Das heißt, der Koji und ich, ich glaube, der arbeitet 12 Tage am Stück, aber da hat der Noah auch wieder ein Problem mit. Ich arbeite mindestens 7 oder 8 Tage am Stück. Da gibt es halt auf jeden Fall gut Geld. Da sind Urlaubstage am Start, um Weihnachten, Neujahr rum. Und natürlich extra Tage. Das heißt, da kommt wieder gut Kohle rein. Aber es wird super anstrengend. Denn der Schedule ist voll. Es ist nicht like, ja, mal 2 Flüge, mal 3 Flüge. Nee, da sind 7 Flüge am Tag. Und es wurde natürlich wieder erwähnt, ey, haben wir der zweite Pilot, auch wenn der erste Flug um 10 hat und der erste hat einen um 8, der muss um 7 Uhr da sein. Und das habe ich noch nie gemacht. Weil es einfach, ja, man taucht 3 Stunden vor seinem Flug auf, nur um einen Helikopter fertig zu machen, der eventuell gebraucht wird, wenn der eine Helikopter ausfällt. Und dafür muss ich dann, also ich müsste eigentlich theoretisch jedes Mal, wenn ich arbeite, um 5 Uhr aufstehen. Mache ich nicht, Mann. Das ist scheinbar einer dieser Tage zu sein, wo ich einfach mal überall lange anstehe. Na, auf jeden Fall habe ich die Hose umgetauscht bekommen mit den Ölflecken. Nicht umgetauscht, zurückgeben können. Und hab mir dann hatten sie auch noch eine in der Größe da, die andere graue Hose. Das ist zwar keine so eine Hybridhose, brauche ich auch nicht. Ich ziehe das zum Arbeiten an. Wenn da Öl drauf geht, dann geht das noch schwieriger raus. Aber die Uniform ist halt hellgraue Hose, ne? Oder graue Hose. Naja, $15, also da kann man nichts falsch machen. So, ab nach Hause. Es ist 2:30, super windig. Und da muss ich mal gucken, was ich noch mache heute. Denn viel ist das, ich habe eigentlich nichts vor. Das Problem ist, dass ich zur Sonnenuntergangszeit halt immer edel in der Stau ist. Dann geht gleich los. Aber mal sehen. Vielleicht stelle ich mich mal in den Stau. Bedroom Light on. Naja, wird auch nicht viel heller. So, Abend geworden, nichts mehr gelaufen. Bisschen Poker geguckt. Jetzt mache ich mir Hühnerbeine, die restlichen. Oder diese Drumsticks, das ist ja der vordere Teil nur. Und dann, der Plan ist, mal früher ins Bett zu gehen. Denn diese App, die macht einem auch Vorschläge, wie man seinen Schlaf verbessern kann. Und natürlich, ich meine, es ist ja offensichtlich, soll man seinen Schlaf regelmäßig um die gleiche Uhrzeit beginnen und so weiter. Bla bla. Ja, ja, draußen super windig. Sonnenuntergang war nix. Und da findet gerade ein Surf-Event statt. Die Vans Open an der North Shore. Und da gab es 20 Fuß hohe Wellen. Könnte ich eigentlich morgen mal hinfahren und mir das angucken, aber so doll into Surfing bin ich jetzt auch nicht. Film habe ich geguckt, der war super schlecht mit Pierce Brosnan. Naja. Okay. Ja, das war mal wieder ein super öder Tag. Ich hoffe, ich werde wenigstens dafür bezahlt, dass ich da heute hin und her gefahren bin. Und Ray-Ban meldet sich einfach nicht. Unverschämt. Bedroom Light 100%. So, ich habe doch noch mal eine Seite gefunden, wo es Prescription Lenses gibt. Und die haben $50 Promo-Code. Kostet mich dann trotzdem noch über $200. Aber da kann man sich so spezielle Linsen aussuchen. Die sind digital und die sollen perfekt sein. Kosten nur $40 mehr. Dieses digitale Ding. Aber das, da soll man absolute Clarity haben. Da bin ich mal gespannt. Ich habe mir auch mal noch ein Frame gekauft bei Amazon. Das gleiche, was ich wieder habe. Das Frame ist, das passt einfach. Die anderen sind einfach immer irgendwie zu weit,
zu hoch oder sonst irgendwas. Liegen nicht richtig an. $80 plus 220, ja, sind $300 nochmal. Aber bei denen kann ich das, auch wenn es mir einfach nur nicht gefällt, nach 45 Tagen immer noch einfach zurückgeben und dann kriege ich mein Geld zurück. Und wenn die gut sind, die sind auf jeden Fall günstiger als Revent. Und die haben noch eine andere Sache, die ich bisher noch nicht hatte. Und zwar Revent, da war das ganze Glas einfach nur blau spiegelt oder halt rot oder wie auch immer. Und die haben die Spiegelung hier auf der Seite und auf der anderen Seite sind die grau. Also die Spiegelung ist auf grauen Gläsern. Das heißt, die Farbe, die man sieht, ändert sich nicht. Also normalerweise, wenn man durch rote Brillengläser guckt, dann wird alles ein bisschen blauer. Also, ja. Und wenn man durch blaue guckt, wie ich jetzt habe oder hatte, dann wird alles ein bisschen wärmer. Und bei denen soll das gleich bleiben, obwohl man trotzdem noch den blauen Mirror hat. Da bin ich mal gespannt. Die bestelle ich jetzt einfach. Am Freitag kommt das Frame und dann kann ich das hinschicken und dann habe ich in 2-3 Wochen, bin ich mal gespannt. Ich arbeite so viele extra Tage an Weihnachten rum, kann ich mir auf jeden Fall leisten. Jo, mache ich. Jetzt haben wir schon wieder 1 Uhr. Ich werde wahnsinnig. Jetzt gucke ich mir noch 2 YouTube-Videos an. Und dann muss ich echt ins Bett. Jo, ich habe mir die Linsen bestellt und die brauchen eventuell das Frame gar nicht. Das habe ich noch nicht erlebt. Die melden sich, wenn ich denen das Brillengestell zuschicken soll. Ja, bei denen, die ich jetzt bestellt habe. Meistens verkaufen die auch das gleiche Brillengestell und brauchen das dann nicht. Aber bisher habe ich bei allen Linsen-Replacements das Gestell zuschicken müssen, dass die das dann direkt richtig perfekt einpassen. Würde mich wundern, wenn ich nicht zuschicken muss. Aber wäre auch egal. Die schicken dann ein Paket zu, mit dem das dann da hinschickt und dann wieder zurück und hast es nicht gesehen. Aber vielleicht muss ich es ja gar nicht hinschicken. Dann geht das alles schneller. So, es zieht Regen über die Insel. Und dementsprechend habe ich hier natürlich Geräuschkulisse in der Dachrinne. Hier sieht man, es ist jetzt nicht so super krass doller Regen, aber immerhin. Und es wird super windig bis mindestens Samstag. Dann haben wir eine Woche, 1-2 Tage Pause und dann wird es wieder richtig windig. Also Drohnen fliegen lassen und so weiter. Gibt erstmal nichts. So, morgen mal sehen. Es finden ja jetzt Surf-Wettbewerbe statt, die Vans Open. Vans ist ja, glaube ich, eine Schuhmarke. Ist das eine Schuhmarke, Klamottenmarke, wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn ihr da, habe ich heute die Zusammenfassung gesehen, konnte man sich auch das live die ganze Zeit bei YouTube angucken. War aber jetzt nicht so super spannend. So, jetzt muss ich aber wirklich ab ins Bett. Ich bin mal gespannt auf die Brillengläser. Habe ich richtig Bock drauf. Die müssten ein bisschen anders sein, da die halt innen grau sind und außen blau. Hatte ich auch noch nicht. Und ich habe halt das Hochwertigste bestellt, was es gibt. An Glas. Also es ist nicht Polycarbonat. Carbonat, das ist so hochwertigeres Zeug mit digitaler. Was hast du nicht gesehen? Da bin ich mal sehr gespannt. Wenn das hinhaut, ja, wäre richtig geil. Ich habe überlegt, eine Oakley-Frame zu kaufen. Whisker oder so. Aber die sind alle einfach für mein komisches Gesicht zu weit. 134 mm ist die weit. Und die ich habe, ist nur 126 mm. Und die passt genau. Und ist fast schon minimal so weit. So, ab ins Bett.